Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was ihr Plan ist. Ach, sie läuft schon alleine. Ist ja auch wieder schön. Adrian, wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn. Kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert. Nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch. Nein. Du hast noch nicht mal richtig geguckt, weißt du, das Buch ist so dick und du hast nur ein paar Seiten umgeblättert. Die reinste Hexe. Okay, warte mal, ich geb mal ihr die Sachen. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade... Du sollst es ihr geben. Okay, also man kann nicht alle Gegenstände ihr geben. Ich könnte Adrian ein Mittel verabreichen, das seinen Herzschlag stark verlangsamt. Wie ein Gift. Damit müsste sich Mordreds Schatten von Adrians Körper lösen. Allerdings wäre damit auch Adrians Seele befreit und er würde sterben. Mit etwas Adrenalin sollte es aber möglich sein, ihn wiederzubeleben. Ich muss es ihm nur kurz danach in eine Vene spritzen. Mordred war damals nicht dazu in der Lage. Man kannte Adrenalin noch nicht. Heutzutage geht das. Ach, es ist zwar gefährlich, aber... die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Am besten, ich sage Adrian erstmal nichts davon. Okay. Damit müsste... Ja, okay. Okay. Ja, Adrenalin hast du ja schon mal. Dann hol mal... Mordreds Über. Laut Mordred benutzte er die Gebeine der Toten, um ihre Schatten in diese Welt zu holen und zu binden. Wir könnten Mordreds Schatten also mit seinen Gebeinen aus Adrian herauslocken. So wie er es einst mit diesem König tat. Adrian, wir brauchen Mordreds Knochen für das Ritual. Würdest du das übernehmen? Ja. Am Stück? Merk dir einfach, wie sie liegen und setze sie auf dem Altar wieder so zusammen. Aber noch nicht jetzt. Die Nähe zu seinen Gebeinen könnte Mordred in dir stärken. Lass mich erst meinen Plan fertig durchdenken. Wenn du meinst. Okay, dann denk mal deinen Plan fertig zusammen. Im Moment gibt es nichts. Adrians Schatten braucht eine Waffe, um Mordred zu besiegen. Aber ich befürchte, ein normales Schwert wird nicht funktionieren. Mordred ist ja schon tot. Und man kann nicht einfach eine Waffe durch den Spiegel reichen. Moment. Adrian, was stand noch gleich in Mordreds Buch zu seinem Schwert? Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Und hier... Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Das ist es. Wir brauchen Mordreds Schwert. Kann ja nicht so schwer sein.
Ein Schwert mit einem schwarzen Fleck. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich bin gespannt. Also, der Black Mirror scheint ein Portal in eine andere Welt zu sein. Eine Art Schattenwelt. Stirbt ein Mensch in der Nähe des Portals, wird auf der anderen Seite des Spiegels ein Schatten geboren. Gleichzeitig gibt es für seine Seele zwei Möglichkeiten. War er reinen Herzens, bleibt der Schatten seiner Seele hinter dem Black Mirror zurück und seine Seele... Fliegt schattenfrei gen Himmel? Sie ist frei, ja. War der Mensch jedoch böse, so wird seine Seele von ihrem Schatten in den Spiegel gesogen. Und dann? Ist sie gefangen. Die Seelen im Spiegel sind die Sklaven der Schatten. Sie können instrumentalisiert werden. Das heißt, die Schatten sind nur böse, wenn die Seele das auch war. Es wird erzählt, dass sich Marcus, bevor er seinen Bruder tötete, durch eine Armee von Schatten kämpfte. Mordred hat herausgefunden, wie man die Schatten durch das Portal holen kann. Okay, aber Mordreds Schatten ist ja schon draußen, was man gut an meinem Spiegelbild erkennen kann. Richtig. Deshalb ist seine Seele mehr oder weniger schutzlos allein hinter dem Spiegel und wartet nur darauf, dass sie raus kann. Was vermutlich dann passiert, wenn ich den Spiegel berühre, oder? Das wollen wir nicht herausfinden. Also, Mordreds Schatten können wir mit seinen sterblichen Überresten binden. So kommt er uns zumindest nicht in die Quere. Und dann kann dein Schatten, Adrian, Mordreds Seele übernehmen. Oder noch besser, vernichten. Mein Schatten? Ich denke, ein Schatten entsteht nur, wenn jemand stirbt. Du musst sterben. Okay. Und warum hast du mich da nicht vom Dach springen lassen? Wäre doch bequemer gewesen. Dann wärst du unwiederbringlich tot gewesen. Ich habe aber vor, dich wiederzubeleben. Wenn deine Körperfunktionen für ein paar Minuten aussetzen, wird deine Seele, wie soll ich sagen, befreit. Ich kenne genug Berichte über Nahtoderfahrungen, die das bestätigen. Gleichzeitig entsteht dein Seelenschatten auf der anderen Seite des Spiegels. Verursacht das nicht irgendwelche Hirnschäden? Keine Sorge, Adrian. Das menschliche Gehirn kommt ein paar Minuten ohne Herzschlag aus. Deine Seele kehrt wieder in den Körper zurück, sobald dein Herz wieder schlägt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Nahtoderfahrungen sind meistens der Fall, wenn jemand der Meinung war, Gott habe zu ihm gesprochen. Okay. Und dann? Soll mein Seelenschatten Mordred erwürgen, oder was? Nein. Wir wissen, dass Mordred sein Schwert für die andere Seite nutzbar gemacht hat. Besser gesagt, das beseelte Spiegelbild. Du wirst es auf der anderen Seite nehmen und Mordreds Seele damit töten können. Schatten sind dort stärker als hier. Habe ich das richtig verstanden? Die Seelen sind hier stark und die Seelenschatten schwach. Genau. Und umgekehrt. Was bedeutet, dass Mordreds Seele auf der anderen Seite sehr schwach ist? Das klingt auf eine absurde Art und Weise logisch. Und was ist mit Mordreds Schatten? Wir halten ihn mit den Gebeinen außerhalb des Spiegels, damit er seine Seele nicht schützen kann. Danach sollte dem Schatten dasselbe passieren wie mit einer Seele, wenn der Körper stirbt. Er kehrt in den Spiegel zurück. Da wäre noch ein Problem. Ja? Du brauchst Mordreds Schwert. Und außer der abgebrochenen Spitze weiß ich nicht, wo es ist. Im Buch stand etwas von einem Schwarz, das sich vom Schwert ausgehend immer weiter ausbreitet. Natürlich. Darum hatten Greg und Steve auch solche Probleme. Das Teezimmer, der Schimmel. Immer wieder gab es da Probleme mit angeblichen Schäden vom Löschwasser. Dann muss das Schwert dort sein. Ich hole es. Halt! Du fasst kein Schwert an und schon gar nicht Mordreds. Ich hole es. Ich muss mir eh noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek holen. Die hier unten sind etwas veraltet. Und was soll ich in der Zeit machen? Du könntest Mordreds Skelett auf dem Altar platzieren. Bis gleich. Okay, jetzt macht das natürlich Sinn, dass wir die ganze Zeit die Wand oben angucken können. Und es macht auch Sinn, warum bei dem Bild von Maria diese eine Stelle dann schwarz wurde. Die Anordnung der Knochen kann ich mir niemals merken. In Biologie habe ich meistens nicht aufgepasst. Ich kann es mir merken, aber du sollst wahrscheinlich ein Bild von machen. Es gibt viel zu wenig Fotos von dir, Mordred.
Ich habe ja schon mal ein Skelett zusammengelegt im Biologie-Seminar. Das war kein echtes Skelett, nur ein Plastikskelett, aber egal. So schwer ist ein Skelett nun auch nicht zusammenzubauen. Ich nehme nur die großen Knochen mit. Die ganzen Hand- und Fußknochen sind wohl schon zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das stört Mordreds Seelenschatten nicht. Dass er keine Hände und Füße hat, also mich würde es stören. Mich würde es gewaltig stören, dann könnte ich nicht laufen oder greifen oder so. Gut, dann können wir ja zurück. Oh Mann, ich bin so gespannt. Aber es wird doch mehr, als ich erwartet habe. Also, es dauert dann doch länger. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein bisschen dumm war. Oh Mann. Ich lege die Knochen erst einmal ab, damit ich sie besser sortieren kann. Jetzt leckt es auch noch ein bisschen. Schön. Dann schauen wir mal, wie gut meine Anatomiekenntnisse sind. Macht das von allein oder darf ich das machen? Oh, ich darf das machen. Gut, da ist ja schon mal der Kopf. Hier sind die Schulterblätter. Warum hat er so viele? Das sind die Schulterblätter. Ach, das sind die Hüftknochen. Ich wollte gerade sagen. Warte. Stimmt aber nicht. Ah, nein, war nicht so. Nein, nicht das. Ach, Mann. Hä? Ich bin verwirrt. Ist immer gut, ne? Ist immer gut, wenn man verwirrt ist. Ach Gott, haben die das blöd gemacht. So wie die angeordnet sind, das ist beides irgendwie nicht das, was es sein soll. Okay, ich glaube, das stimmt jetzt aber mal. Eigentlich stimmt das so nicht. Aber das ist viel zu nah dran eigentlich. Jetzt so könnte es stimmen. Von der Entfernung. Warum sagt er nichts? Okay, also das stimmt jetzt auf jeden Fall, die Dinger. Ich denke, die Rippen dürften auch stimmen. Dass das auf jeden Fall stimmt, die Wirbelsäule, das weiß ich, weil die Halswirbel sind kleiner als die Lendenwirbel. So. Das Knubbelteil, hier bin ich mir halt nur nicht sicher. Wie rum das jetzt gehört. Sieht mir eher so aus. Sagt immer noch nichts. Aber die sind richtig. Es geht doch gar nicht anders. Weil... Das wäre eine sehr ungesunde Beinstellung. Und schließlich haben die nur diese Knubbel hier oben. Also können die auch nur dorthin kommen. Das sind die Kniescheiben. Und Becken, Wirbel, Brustkorb, Schulterblätter. Die stimmen auf jeden Fall. So, die Frage mit denen hier. Stimmt das schon so? Ach, war wohl nichts. Nochmal von vorn.
Nicht euer Ernst. Okay. So. Brustkorb. Dahin. Und dahin. Ja, das wird ja wohl auch stimmen. Zumindest wenn man vom Bild her guckt, dann auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall auch. Jetzt muss ich gucken, welches da zu welchen gehört. Ich glaube, ich habe schon die richtigen direkt. Könnte sein, dass das nicht die richtigen waren. Aber jetzt sind es auf jeden Fall. Das nach außen, ja. So, Knuppel. Und Knuppel. So, ich tue jetzt einfach mal so ran. Er sagt nichts. Ha, jetzt. Okay, vielleicht war beim Knie was nicht richtig oder so. Ja, das sieht richtig aus. Jetzt muss ich nur noch auf Valentina warten. Dann geh aber wohin, wo du vielleicht sicherer bist. So, guck, das bildet sich auf jeden Fall so ein Schwert ab. Mit etwas Fantasie hat der Schimmelfleck die Form eines Schwertes. Das muss die richtige Stelle sein. Die Wand wird nur noch von der Tapete gehalten. Der Rest ist total marode. Ja, dann nimm doch deinen Dolch. Tatsächlich. Das ist wirklich dort. Ein Schwert mit abgebrochener Spitze. Mordreds Schwert. Unfassbar. Ich brauche noch ein Buch über Danach kehre ich zu Adrian zurück. Hoffentlich konnte er Mordreds Skelett wieder zusammensetzen. Ja, ja, das ist schon erledigt. Du brauchst nur das Buch über Gifte. Kommst du her? Oder soll ich wieder zu dir wechseln? Ich brauche noch ein... Danach kehre ich zu... Achso, ja. Dann hol das Buch. Ich brauche... Danach kehre ich... Ja, gut, dann hol es. Ich muss mich um Mordred... Wieso musst du dich um Mordred kümmern? Hier ist nichts mehr, ne? Ja, ich habe so das Gefühl, es geht gleich was tierisch schief. Die reinste Hexe. Ich habe das Schwert. Bist du soweit? Mordreds Skelett liegt auf dem Altar bereit. Gut. Liegen die Knochen so, wie sie vorher lagen? Kopf oben, Beine unten. Denke schon. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Sieht so aus. Das Gift ist auch fertig. Wird es schmerzhaft? Vermutlich nicht. Es lähmt den Herzmuskel. Aber keine Sorge, ich habe eine Spritze mit Adrenalin dabei. Damit kann ich dich wieder zurück zu den Lebenden holen. Klingt nach einem von Phils Folterexperimenten. Nur ist diesmal nicht Ralph das Opfer, sondern ich. Es wird alles gut gehen, Adrian. Hab Vertrauen in Gott. Ich werde jetzt die Zutaten holen. Dann kann es losgehen. Uiuiui, ich bin so gespannt. So. Ein Gift. Es verlangsamt den Kreislauf bis zum Herzstillstand. Schmerzfrei. Ich musste es leider auf die Schnelle zusammenmischen. Die Bücher aus der Bibliothek bestätigen aber, dass es funktionieren wird. Okay, dann wieder zurück. Er liegt schon mal. Adrian ist bereit. Ich muss ihm das Gift geben. Oh jemine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin so gespannt, was jetzt noch passieren soll. Gut. Du musst das hier trinken. Warte.
Falls ich es nicht schaffen sollte, Mordred zu besiegen. Was dann? Du musst ihn besiegen. Es ist deine einzige Chance. Schaffst du es nicht, wird er dich töten und seine Seele wird deinen Körper übernehmen. Wie wirst du wissen, ob ich es geschafft habe? Ich meine, wann wirst du mich wiederbeleben? Ich werde dir das Adrenalin spätestens nach 5 Minuten geben müssen, sonst stirbst du. So oder so. Du musst es schaffen. In Ordnung. Valentina? Ja? Bis nachher. Ja. Bis nachher, Adrian. Stimmt was nicht. Oh Gott, das ist Mordreds Seele, aber das ist nicht Adrians Seelenschatten. Es geschafft. Ich muss ihn schnell wiederbeleben, sonst ist er für immer verloren. Oh mein Gott, dann tu es auch. Tu es auch. Warum muss ich das selber auswählen? Oh mein Gott. Oh nein, es funktioniert nicht. Adrian! Adrian, komm zurück! Gott sei Dank. Du lebst. Was? Was ist geschehen? Ich fühle mich so anders. Du hast Mordred besiegt und mit ihm den Fluch. Du hast es geschafft! Wirklich? Der Fluch ist endgültig vorbei? Ja, der letzte Gordon hat es geschafft. Lass uns diesen Ort verlassen und nie wieder betreten. Ach ja, und das war's jetzt. Okay. Okay. Dabei hieß es, dass alle Fragen geklärt werden sollen. Und wir wissen trotzdem immer noch nicht, wer William damals runtergestoßen hat. Oh, echt mal. Keine Ahnung, wer das war. Vielleicht war es Angelina. Wer weiß. Keine Ahnung. Ist nicht raus. Toll. Nicht alle Fragen geklärt. So, jetzt ist es doof. Nein, also. Es ist eine richtig, richtig, richtig geile Point-and-Click-Adventure-Reihe. Also richtig toll. Eine tolle Story, die schön umgesetzt worden ist. Der erste Teil hatte so zwar seine anfänglichen Probleme beim Anlauf hier, dass es spannend wird, aber danach konnte ich es nicht mehr aus den Händen legen. Der zweite Teil war von vornherein spannend, ich konnte es nicht aus den Händen legen. Der dritte Teil war von vornherein spannend, ich konnte es nicht aus den Händen legen. Wobei ich öfters in diesem Teil jetzt öfters mal auf den Schlauch gestanden habe, weil es so Kleinigkeiten waren mal wieder, an die ich irgendwie nicht gedacht habe. Was ich persönlich sehr toll fand, ist, dass man im letzten Kapitel auch 2 Charaktere steuern konnte und zwischen denen zu switchen. Das hat zwar auch seine Probleme hervorgerufen, aber war dann doch ganz gut so. Und gegen Ende kamen auch nochmal die ganzen Rätsel, hat auch nochmal ordentlich rangezogen an Schwierigkeitsgrad, was ja vorher nicht der Fall war. Aber jetzt ist das zu Ende, jetzt ist die Reihe wirklich zu Ende. Toll. Jetzt werde ich Langeweile haben daheim.
Also ich bin echt froh darüber, dass es sich auf jeden Fall gewünscht worden ist, weil sonst hätte ich so ein tolles Spiel wahrscheinlich weitaus später erst kennengelernt, wenn überhaupt mal kennengelernt. Und ich bin einfach begeistert von dem Spiel. Es hat so eine Kleinigkeiten, so woran man Grumm kritisieren könnte, aber ehrlich gesagt, das ist mir vollkommen wurscht. Die Story war gut, die Charaktere war gut, es war alles sehr gut gemacht. In dem Teil war nur die Musik übertrieben laut. Das konnte ich leider nicht anders einstellen. Ich hoffe, man hat trotzdem alles verstanden. Und ich hoffe natürlich, euch hat es ebenso viel Spaß gemacht, hat mitgefiebert. Ich würde es euch ans Herz legen, spielt es mal selber. Vor allem jetzt diejenigen, die vielleicht nur den Abspann gerade sehen. Es ist echt, echt toll. Es ist noch was ganz anderes, wenn man es selber spielt, als wenn man nur zuguckt. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gelungene Serie, Reihe, Folge, bla, Gedöns. In dem ganzen Point-and-Click-Adventure-Zeug. Und ich bin begeistert. Ich konnte es echt nicht aus den Händen legen. Ich wollte mal wissen, wie es weitergeht, weil es so spannend war. Und selbst wenn ich nicht weiterkam, wollte ich wissen, wie geht das jetzt weiter und alles. Und ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Außer, dass es euch hoffentlich auch viel Spaß gemacht hat. Spielt es mal selber und ja, dann sehen wir uns bei einem neuen Projekt wieder, was leider nicht Black Mirror sein wird. Schade, schade, jetzt ist es wirklich vorbei. Ich kann es immer noch nicht fassen. Naja, okay. Dann sehen wir uns bei einem neuen Projekt wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Tai. Und? Wie kommst du voran? Ganz gut, denke ich. Mit den Stichpunkten bin ich durch. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ins Buch der Hüter übertragen. Willst du es dir mal ansehen? Wenn ich darf? Hier. Beim letzten Punkt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Buch der Hüter. Ich bin mordlos, auch wenn das Ritual nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Bin ich doch endlich wieder allein, ich selbst. Valentin hat vorgeschlagen, dass ich das Buch der Hüter erweitere. Jahrhunderte an Erfahrungen wurden darin gesammelt, aber bisher hat wohl noch nie jemand so sehr mit dem Spiegel zu tun gehabt wie ich. Am besten, ich schreibe mir vorerst alle Informationen hier in mein Tagebuch. Seelenschatten. Wenn ein Mensch lebt, existiert seine Seele in dieser Welt. Es gibt noch keinen Seelenschatten, wenn er stirbt. Ist seine Seele frei und löst sich im Normalfall auf, steigt in den Himmel oder so. Wenn er in der Nähe des Spiegels stirbt, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Mensch hat eine gute Seele, die frei ist und verschwindet. Es entsteht aber ein Seelenschatten hinter dem Spiegel, der aber seelenlos ist. Der Mensch war böse, seine Seele wird in den Schatten gezogen. Dort entsteht gleichzeitig ein Seelenschatten, den ab jetzt für die Ewigkeit die Seele quält. Seelen sind in dieser Welt stark, in der Schattenwelt aber schwach. Seelenschatten sind in der Schattenwelt stark, in dieser Welt schwach, aber immer noch stärker als ein Mensch. Vom Spiegel her ist es nicht vorgesehen, dass ein Seelenschatten den Spiegel verlässt. Mordred hat aber einen Weg gefunden, genau das zu bewirken. Mordred konnte also Seelenschatten in diese Welt bringen. Markus hat später gegen sie gekämpft, indem er die Gebeine von Toten vor den Spiegel legte und ein Ritual durchführte, die sie in dieser Welt festhalten. Mordred wollte die böse Seele von König Armundor in unsere Welt zurückholen. Er fand heraus, dass das dafür ein guter Mensch vor dem Spiegel sterben muss. Seine Seele wird dadurch befreit und macht Platz für eine andere. Ist der Seelenschatten bereits dort, kann die Seele hinterher. Der Körper muss anschließend aber wiederbelebt werden, da sonst Seele und Schatten zurück in den Spiegel gesogen werden. Also hat er Armundors Überreste vor den Spiegel gebracht und seinen Schatten darin gebunden. Zeitgleich hat er seinen Sohn getötet. Dadurch war die gute Seele des Jungen frei und schwebte davon. Ein Seelenschatten entstand hinter dem Spiegel. Die Seele Armundors kommt aus dem Spiegel frei und macht es sich im Körper des Jungen gemütlich. Würde Mordred seinen Sohn jetzt wiederbeleben, würde der Schatten ebenfalls auf ihn übergehen und ihn unglaublich mächtig machen, weil Seele und Schatten in dieser Welt vereint wären. Er schafft es aber nicht und sein Sohn stirbt. Der Fluch. Kurz nach Mordreds Ritual muss Markus zurückgekehrt sein und sich durch die Reihen der Schatten geschlagen haben, die Mordred in seinen Experimenten beschworen hatte. In einem Duell hat Markus seinen Bruder Mordred getötet. Dabei wurde auch Mordreds Frau Maria tödlich verletzt.
Mordred konnte noch einen letzten Fluch aussprechen, mit dem er einen kleinen Teil seines Seelenschwertes in dem Blut von Markus und damit im Blut der Gordons verankerte. Der Rest seines Seelenschattens blieb hinter dem Spiegel, genauso wie seine böse Seele in den Spiegel gesogen wurde. Für das Ritual zur Befreiung von Mordreds Schatten werden 5 Seelen benötigt, die mit Hilfe der Seelenschlüssel gefangen werden können. Diese müssen dann in den Schattenwelt gebracht werden. Das Blut muss geopfert werden und dann geht der Schatten auf einen Gordon über. Wenn der Schatten erst Besitz ergriffen hat, wird er alles tun, um den Körper zum Spiegel zu lenken und Mordreds Seele zu befreien. Mordred hat bestimmt damit gerechnet, bald wieder frei zu sein, aber die reinen Hüterseelen der Gordons sind wohl besonders widerstandsfähig. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wann überträgst du das ins Hüterbuch? Nicht vor dem Essen. Übrigens weiß ich jetzt, was es mit diesen schwarzen Kugeln auf sich hat. Ich bin gespannt. Mordred schreibt in seinem Buch, dass er ein Seelentransferritual durchgeführt hat. Doch statt der Gebeine hat er nur den Schädel benutzt. Und eine schwarze Kugel. Der Schatten sei danach nicht mehr in den Spiegel zurückgekehrt, sondern blieb immer in der Nähe der Kugel. Aha. Dann kann man mit diesen Kugeln also Seelen auffangen, die eigentlich für den Körper gedacht waren. Richtig? Es kommt noch besser. Hier. Mit Hilfe der in der Kugel gefangenen Seele kann man die Schatten bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Er schreibt, dass er eine Kugel im Schlafgemach seines Bruders unter dem Bett deponiert hatte, in der Hoffnung, dass der Schatten ihm des Nachts die Seele raubt. Aber es hat nicht funktioniert. Markus' Seele sei zu rein für die Schatten, vermutet er. Was meinst du? Treiben die Schatten der Seelen heute noch immer ihr Unwesen? Ich weiß nicht. Aber wenn, ist es deine Aufgabe, sie aufzuhalten.